Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Indiana Jones The Complete Adventures Box. Alle weiteren Informationen zu dieser Box und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Box und zu den Filmen, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Indiana Jones The Complete Adventures. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl! Es ist die Komplettbox zu den Indiana Jones Filmen. Das Ganze hier auf Blu-ray. Hier oben haben wir den Balken hier, Blu-ray Disc. Dann lesen wir hier groß Indiana Jones The Complete Adventures. Genau diesen haben wir auch abgebildet in seinem bekannten Outfit und mit der Peitsche. Dann diverse Leute hier, die auch stattfinden in diesen Filmen. Die sind hier etwas kleiner und etwas schwächer gezeichnet worden. Und hier unten links haben wir noch einen Infosticker. Erstmals alle vier Filme auf Blu-ray in einem hochwertigen 5-Disc-Boxset inklusive 7 Stunden neuem und Archivmaterial. Okay, ansonsten hier unten weitere Infos. Auf der linken Seite das Ganze beschriftet. Oben auch hier seitlich ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos. Also nochmal zum ersten Mal alle vier Filme auf Blu-ray. Beste Bild- und Tonqualität durch digitale Nachbearbeitung. Oben rechts ein Barcode. Dann haben wir die vier Filme nochmal in der Übersicht. Es geht hier links los mit Jäger des verlorenen Schatzes. Dann der Tempel des Todes, der letzte Kreuzzug und das Königreich des Kristallschädels. So, was lesen wir hier weiter? Die Oscar-Preisträger Steven Spielberg und George Lucas präsentieren die fantastischen Abenteuer des Indiana Jones, so wie sie sie noch nie erlebt haben. Zum ersten Mal auf Blu-ray mit bestechendem HD-Bild und in Dolby Digital 5.1. Diese 5-Disc-Collection enthält farbkorrigierte digitale Masterversionen von Indiana Jones und der Tempel des Todes, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug sowie die lang erwartete komplette Bild-für-Bild-Restaurierung von Jäger des verlorenen Schatzes. Tauchen Sie ein in die unvergesslichen Abenteuer und spektakuläre Action des Oscar-prämierten Indiana Jones, der Oscar-prämierten Indiana Jones-Reihe. Genießen Sie zusätzlich viele Stunden an interessanten Special Features und neuem Material, welches exklusiv für diese Veröffentlichung produziert wurde. Es gibt nur einen wahren Helden und es gibt nur ein ultimatives Sehvergnügen. So, 7 Stunden Material am Set von Jäger des verlorenen Schatzes. Der Filmvierer, das Making-of aller vier Indiana-Jones-Filme, Interviews mit Schauspieler und Regisseur, hinter den Kulissen Spezial. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hier gibt es noch die technischen Infos und wie das Ganze dann von innen aussehen wird. Das Ganze ist ja so ein Hardcover-Schuber. Hier kann man dann das Ganze rausholen. So sieht das aus. Und das ist dann die eigentliche Box, beziehungsweise so ein Media-Book. So, das Ganze ist hier gestaltet mit den Covers der einzelnen Filmen, in diesem Fall Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Dann hier Indiana Jones The Complete Adventures und hier ebenfalls wieder beschriftet. Wenn wir es dann aufklappen, dann sehen wir hier auch wieder weitere Cover. Einmal hier Jäger des verlorenen Schatzes und der Tempel des Todes. Und hier dann auch nochmal der letzte Kreuzzug. Ja, also hier jedes einzelne Cover verarbeitet. Es geht dann hier von links nach rechts so der Reihe nach los. Ganz links haben wir dann Teil 1, also Jäger des verlorenen Schatzes. Im Englischen hieß dieser, Moment, so, Raiders of the Lost Ark. Ab 12 Jahren freigegeben. Der ist aus dem Jahr 1981. Hier dann noch so Fotos und ein Filmplakat. Also so Fotos von Making-ofs bzw. der Dreharbeiten. Ja. Dann der zweite Teil, der Tempel des Todes aus dem Jahr 1984. So sieht die Blu-ray aus. Und dann hier wieder Bilder. Dann Teil 3, der letzte Kreuzzug aus dem Jahr 1989. Das ist diese Blu-ray hier, so sieht es dahinter aus. Dann kommen wir zum vierten Teil, nämlich diesem hier, Königreich des Kristallschädels. Das ist der Film und auch hier wieder
Fotos im Hintergrund. Und dann haben wir als letztes noch eine fünfte Blu-ray, die beinhaltet jetzt keinen Film mehr, sondern eben, wie wir hier auch lesen, die Bonus-Features. Jawohl. Gut, hier haben wir dann noch die Credits zu den einzelnen vier Filmen aufgelistet. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Die eben gezeigten vier Filme hier auf Blu-ray, also Jäger des verlorenen Schatzes, Der Tempel des Todes, Der letzte Kreuzzug und Das Königreich des Kristallschädels, plus auf der fünften Blu-ray dann eben noch die Bonus-Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Indiana Jones, The Complete Adventures. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. den Filmen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr Indiana Jones unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.